Auch wenn die europäischen Bauern sich Hoffnungen machen, durch Ethanol etwas verdienen zu können, werden sie platt gemacht, wenn das Zuckerrohr, was viel mehr Ethanol produzieren kann, aus diesen Ländern nach Europa exportiert wird, genauso wie beim Zucker. Und diese Fläche werden bewirtschaftet in 30.000 Hektar ungefähr, wo man das Feld verbrennt, damit man die Blätter nicht mehr hat und es einfacher ist, es zu ernten. Da gibt es Sklavenarbeit. Diese Verbrennung von Blättern der Zuckerrohrplantagen führt zu riesigen CO2-Emissionen. Die ganzen Düngermittel, die da reingesteckt werden, die Pestizide für den Transport, alles, was man da braucht, und das nochmal nach Europa und in den USA zu transportieren, führt zu riesigen CO2-Emissionen. Aber man zählt es ja nur, wenn es beim Motor ist, also bei der Verbrennung im Motor, dann hat man weniger Emissionen. Also so ist die Ökobilanz katastrophal. Und ich glaube, dass die Grünen es lange immer noch bestritten haben und ich glaube, dass es immer noch solche gibt, die nur die CO2-Emissionen am Ende messen wollen. Dann ist es ganz praktisch, denn hier wird die Luft tatsächlich besser. Aber in diesen Ländern verschmutzt man nicht nur die Luft, man verschmutzt das Wasser, das Grundwasser, man zerstört die Natur und die Menschen gleichzeitig dort. Auf diese Kosten wird ja nie eingegangen in der sogenannten Marktwirtschaft. Die werden ja externalisiert. Der Natur hat keinen Wert, außer dass es die Grundlage vom Reichtum ist. Aber es muss in Wert gesetzt werden. Und so wird die Natur derzeit in Wert gesetzt in diesem Land. Und es verhindert sinnvollere Maßnahmen, die eigentlich dazu beitragen könnten, den Hunger zu lösen. Wie zum Beispiel die Agrarreform. Es sind 100 Millionen Hektar in einem Land wie Brasilien, ich nehme das als Beispiel, weil ich finde das besonders wichtig, denn da wird ja behauptet, dass man das gleichzeitig machen könnte, gleichzeitig Agrarsprit zu produzieren und gleichzeitig Nahrungsmittel. Dass es da keinen Konflikt gibt. Weil es da ein Potenzial zur Expansion auf 220 Millionen Hektar gibt. Von wegen Knappheit der Naturressourcen, also in Brasilien und in vielen Ländern dieser Welt, gibt es immer noch Flächen, auf denen man mehr produzieren kann. Und Ertragssteigerung ist eigentlich die falsche Antwort. Denn wir hatten in den letzten 20 Jahren 15% mehr Ertrag in der Landwirtschaft. Und was ist das Ergebnis? Wir haben mehr Menschen, die hungern. Klar, dass die Bevölkerung auch gestiegen ist. Aber wir nehmen jetzt nicht die Thomas Malthus-These wieder auf, wie manche es tun, dass die Landwirtschaft nach dem aktuellen technischen Stand nicht in der Lage wäre, die Bevölkerung zu ernähren. Wir produzieren zu viel. Und das, was wir zu viel produzieren, wird teilweise zerstört. Wir produzieren zu viel von dem, was eigentlich nicht gegessen wird. Und mit diesem, was man produziert, wird Geld gemacht. Man hat festgestellt, dass man mit dem Handeln von Lebensmitteln viel Geld verdienen kann. Oder anders ausgedrückt, mit dem Hunger von Menschen kann man Geld verdienen. Oder wie es ganz schlimm in Brasilien ausgedrückt wird, Biodiesel oder Bioethanol und Zucker, die werden durch Schweiß und Blut gebadet. Die Natur und die Menschen, die darunter leiden. Diese 100 Millionen Hektar, die eigentlich vorgesehen waren für die Agrarreform, die werden jetzt dafür genutzt, da Soja und Zuckerrohr anzubauen. Soja und Zuckerrohr anzubauen, nicht um die Bevölkerung zu ernähren, sondern um es zu exportieren. Und das ist gerade diese magische Vorstellung, dass man dadurch es schaffen würde, dass am Ende nochmal alles zum Gleichen kommt, das ist die sogenannte unsichtbare Hand des Marktes, und was man schon weiß, nicht funktioniert. Also es ist nach wie vor ganz klar, dass diese Art der Verteilung nicht funktioniert und dass man die Lebensmittelkrise auch nur
lösen kann, wenn der Staat eingreift. Also es muss eine andere Agrarpolitik geben. Es muss Hilfen geben für Bauern, die in der Lage sind, Lebensmittel zu produzieren, für sich, aber auch für die eigene Region vor Ort. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass es in Kooperativen möglich ist, da viele Probleme zu lösen, die man in kleinen Flächen bei den kleinen Bauern nicht lösen kann, also die Genossenschaften, und dass das eine Chance ist, dadurch Lebensmittel zu produzieren, die als Gebrauchswert für die Menschen vor Ort eine Rolle spielen. Und nicht sie in diese ganze Verallgemeinerung des Freihandels reinzubringen, was eigentlich die letzten Jahre gekennzeichnet hat in der Agrarpolitik. Gleichzeitig gibt es dann noch die Subventionen, die auch dazu beitragen. Man muss es auch sagen, zum Beispiel Deutschland importiert Hähnchen aus Brasilien, nimmt da Brust und die besten Teile davon und das andere wird nach Afrika exportiert, kostenlos. Das kommt dann nach Afrika und zerstört die Hähnchenproduktion vor Ort. Aber man ist dann doch so gut mit den Afrikanern. Man hilft denen doch und gibt das Essen kostenlos. Genauso wie die Regierungen es machen durch die Devisen, die durch Agrarexport erlangt werden. Also die Bauern sollen versorgt werden, weil man nicht mehr weiß, was man mit diesen Menschen machen soll, die eigentlich hungern. 842 Millionen oder 860 Millionen, die an Hunger leiden. Diese Berichte der FAO, nehme ich dann mal, die sind ja anerkannt sind, also dass der Hunger in der Welt steigt. So, wir könnten es in einer anderen Weise schon längst erledigt haben, dass es Hunger auf der Welt gibt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es im Interesse ist, den Hunger zu lösen. Denn zunächst kommt das Fressen und man muss genau diese Strategie auch immer sehen in der Politik weltweit. Es gibt auch die Idee, Bevölkerungswachstum zu kontrollieren, also Menschen sogar zu sterilisieren. Das haben diese Konzerne schon im Hintergrund seit Jahren in den USA. Und man kommt wieder auf die Idee, die Bauern sollten jetzt innovativer produzieren, sodass sie mehr produzieren von diesen Monokulturen. Das sei die Lösung. Und wir wissen, dass das gerade die Sackgasse ist. Indem die Bauern diese Art Landwirtschaft betreiben, die von der kapitalistischen Gesellschaft eigentlich als vorherrschend dargestellt wird, die Industrialisierung der Landwirtschaft, geraten die Bauern in eine Abhängigkeit, die man noch nie in der Welt so gesehen hat, wie sie heute ist. Dass so viele Menschen von so wenigen Konzernen total abhängig gemacht werden. Sie hängen sogar vom Saatgut total ab. Sie müssen sogar im nächsten Jahr das Saatgut wieder kaufen. Sie müssen Düngermittel benutzen, die sie nicht in der Lage sind zu produzieren, denn werden importiert und hängen mit fossilen Energien zusammen. Es gibt zunehmend technische Probleme, Krankheiten, Unkräuter. Es gibt zunehmende Schädlinge, die produziert werden durch diese Art und Weise, wie man produziert. Und dafür wieder nochmal Betriebsmittel notwendig sind. Was es den Bauern verhindert, dass am Ende noch etwas übrig bleibt für die Entlohnung der Arbeit. Und das ist das Wichtige für diese Bauern, die eigentlich, die Menschen sind ja meist im Hunger. Und das ist ja das Paradox. Die größte Armut und der größte Hunger ist auf dem Land. Gerade da, wo man Lebensmittel produzieren kann. Weil man es verhindert, dass diese Menschen Lebensmittel produzieren, produziert man mehr Hunger. Und diese hungernden Menschen werden durch Sozialprogramme am Leben gehalten, weil man eigentlich in der kapitalistischen Gesellschaft es zugibt, dass sie ausgeschlossen sind und sogar für ewig ausgeschlossen sind. Und man weiß aber nicht, was man mit denen machen soll. Und das ist ein ethisches Problem. Genauso ein ethisches Problem, wie wenn die Frau Merkel sagt, dass es schlimm ist, wenn die Inder auf die Idee kommen, genauso essen wie sie auch. Und es nicht verstehen kann. Dass das dazu kommt, dass die Menschen, die jetzt nicht mehr selbst produzieren, irgendwie versorgt werden müssen von anderen. Und wenn die anderen, die eigentlich für die Versorgung zuständig waren, dieselben sind, die jetzt nicht mehr da sind, dann haben wir zu wenig Lebensmittel.
Ist doch eigentlich ganz logisch. Wir vernichten die Produzenten und schaffen neue Hungernde. Und dann beschweren wir uns, dass sie jetzt essen. Und wir wollen aber, dass die wenigen, die noch produzieren, damit aufhören sollten und weiter Monokulturen betreiben sollten, die eigentlich von einem Konsummodell gedacht sind, 2 Autos pro Mensch zu haben, oder jeden Tag weiß ich nicht, wie viel Fleisch zu essen. Und das ist eigentlich auch bei der Energiekrise dasselbe Problem. Man geht ja nicht auf das Problem, wir werden jetzt weniger konsumieren. Man wechselt nur die Quelle. Das ist die Politik der US-Amerikaner gewesen, als sie entdeckt haben, dass es billiger ist, einen Krieg mit anderen Waffen zu führen, gegen die Kleinbauern in der Welt, als einen Krieg gegen die Leute, die da die Ölreserven besitzen. Denn Agrarenergien kann man selbst vermehren und Öl nicht. Man hat nur die Quelle gewechselt mit katastrophalen Auswirkungen für die Menschen, die da wohnen, die da leben und nicht in der Lage sind, mehr sich selbst zu ernähren. Ich habe ja hier viel zu viel vorbereitet und ich rede immer zu viel. Ich wollte nur mal ein Bild hier deutlich machen, was es alles an Land gibt in einem der wichtigsten Akteure, die da eine Rolle spielen. Also es gibt nach wie vor viel zu viel Land in Brasilien, anderes als in Europa. Es gibt viel zu viel ungenutzte Fläche. Und diese ungenutzte Fläche, die dienen als Wertreserve. Für ein paar Großgrundbesitzer und Konzerne, 30 Millionen Hektar davon, gehören ausländischen Konzernen, die aus dem Besitz von Land eigentlich eine Wertreserve machen. Und indem die Lebensmittelpreise steigen, profitieren die am Hunger. Denn auch die Fläche selbst, die sie besitzen, hat mehr Wert, wenn die Lebensmittelpreise steigen. Das ist ja die Theorie der Grundrente. Sie monopolisieren die Fläche und indem sie es monopolisieren, haben sie mehr Wert, weil eigentlich die Lebensmittelpreise ein Pacht, also die Verpachtung, die Pacht erhöhen. So sind sie jetzt in der Lage, das Land an Konzernen zu verpachten, was eigentlich zur Verteilung da war, an die Kleinbauern, an die landlos gewordenen Bauern. Das sind 4,8 Millionen Familien. Diese 100 Millionen Hektar, die die Landlose erwartet hatten, von dieser Regierung, die ja da so angetreten ist mit dieser Hoffnung, sie wird ja gerade vor allem mal machen, das ist eine der wenigen Länder der Welt, wo es das noch nicht gibt, dass man da die Agrarreform jetzt auch nicht mehr machen kann, weil die Regierung das Land kaufen muss, was teurer ist als vorher. Das Land wurde mehr bewertet und die Agrarkonzerne, die das jetzt besitzen, produzieren da eigentlich Agrarenergie anstatt Lebensmittel. Und die Pacht hat sich so erhöht, dass ein Kleinbauer nicht mehr in der Lage ist, es zu verpachten. Und dass manche Bauern auch auf die Idee kommen, ihre kleine Fläche zu verpachten, denn es lohnt sich mehr, das zu tun, als selbst Lebensmittel zu produzieren. Und dann haben wir ein ganz anderes Modell, was nach wie vor zur Konzentration führt. Landkonzentration, Armut, Verschuldung und Hunger gehören eigentlich zusammen. Wie Landflucht auch. Diese Menschen gehen dann in die Favelas. Sie müssen da eine Lebensperspektive suchen, wenn sie nicht als Sklavenarbeiter angestellt werden, flexibel eingesetzt werden in bestimmten Perioden, wodurch sie verschuldet werden und vertrieben werden. Denn sie müssen das Land verpachten, was sehr teuer ist, wenn sie bleiben wollen, weil die Konzerne dazu drängen, oder auch anderen Methoden. Sie werden ganz einfach mit der Kraft oder mit militärischen Einsätzen wie in anderen Ländern herum, auch in Brasilien, Paraguay, Argentinien, in Kolumbien, vertrieben, weil sie dem Entwicklungsmodell nicht passen. Auch Indianervölker. Denn die sind nicht in der Lage, für einen Weltmarkt Agrarprodukte zu produzieren. Das führt dazu, dass wir dasselbe Paradox haben, das wir seit 500 Jahren kennen. Dass die Naturressourcen in den Ländern,
die eigentlich die meisten Naturressourcen haben, so ausgebeutet werden von den Ländern, die weniger Naturressourcen haben, aber irgendwie behaupten, sie sind schlauer, sie haben die beste Technik und so weiter, ein Produktionssystem geschafft haben, das so ungleich ist, dass die Menschen, die da produzieren könnten, nicht mehr in der Lage sind, es zu tun. Und dass es Konzernen gibt, die auch in diesen Ländern durch diese Produktion reicher werden und viel reicher. Also nur was Monsanto an Lizenzgebühren in einem Jahr verdient, nur durch die Gentechnik, weil hier wünscht man sich ja mit der Ertragssteigerung der Einsatz der Gentechnik, obwohl es keine Gentechnik gibt, um den Ertrag zu steigern. Aber man wünscht sich dadurch die Chance, mehr zu produzieren, was eigentlich nicht stimmt. Man schafft dadurch nur höhere Betriebskosten. Und diese Betriebskosten sind so hoch, dass nur Großbauern es schaffen, durch mehr Produktion die Kosten pro Produkteneinheit zu senken und dann in der Lage sind, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren. Und in dieser Situation kann tatsächlich kein Kleinbauer mehr mitarbeiten. Diese unproduktive Fläche, die ich hier mal deutlich bezeichnet habe, sind riesig, also es ist katastrophal, dass diese Menschen, die schon seit 500 Jahren das Land im Besitz haben, jetzt nochmal gefordert werden mit staatlichen Geldern. Denn ohne staatliche Investitionen, und das läuft auch über die Weltbank, das läuft auch über Entwicklungsorganisationen, Entwicklungsbanken, dass denen geholfen wird, die eigentlich die Verursacher sind von dem Ganzen. Und dass dessen Konzept von Landwirtschaft als Konzept zur Bekämpfung des Hungers genommen wird. Was nicht funktioniert. Es geht nicht darum, den Hunger zu bekämpfen. So wie die Ursache nicht erkannt wird, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie nicht wissen, welche Ursache es gibt. So wird die Lösung auch nicht dargestellt. Es wird eine Lösung angekündigt, die in der Tat nicht funktionieren kann. Denn das ist eigentlich, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Das ist die katastrophale Armut, die wächst. Ich habe nur ein Beispiel aus einem Land hier, wo ich die ganze Zahlung habe. 15 Millionen Bauern, 37% der ländlichen Familien leben unter der Armutsgrenze. Das sind die Menschen, die hungern. Und auch wenn wir untersuchen werden, wo sind denn die Leute in den Favelas, die sind aus dem Land weggegangen, weil sie da nicht mehr überleben konnten. Und diese landlosen Familien, die eigentlich eine Agrarreform brauchen, die werden jetzt weiter unter Druck gesetzt. Durch die Ausweitung des Großgrundbesitzes, können wir auch die hohe Pacht nennen, die hohe Zinsen und Staudämme sind auch dazu wichtig. Und das ist eigentlich das Bild für ein Land. Zuckerrohranbau soll so zunehmen und dann wird die Milchproduktion und die ganze Fleischproduktion zum Norden verdrängt, wo der Wald ist, und da soll der Wald zerstört werden, die Viecher da 2 bis 5 Jahre maximal dazu lassen, weil dann wächst überhaupt nichts mehr, weil der Boden nicht dafür geeignet ist. Und bei Soja sieht es ein bisschen besser aus, es ist ganz grün. Für die, die es magen, nur eine Pflanze in 6.000 bis 10.000 Hektar zu sehen, ist katastrophal. Und nur weil man daraus einen Tauschwert machen möchte, will man vom Westen des Landes bis zum Osten des Landes, wo eigentlich die meisten Häfen sind, eine Wasserstraße aufbauen, die dazu dienen soll, die Produktion von Soja und die Produktion von Zucker vom Westen zum Osten zu transportieren. Was die Austrocknung des Pantanalgebiets bedeutet. Und die Verunreinigung des größten Wasserreservates der Welt, der Guarani-Aquifer, der schon verunreinigt wurde durch diese Art der Produktion, die als Lösung vorgeschlagen wird. Also Ertragserhöhung. Als ob wir mehr Erträge bräuchten. Bei diesen Produkten. Wir sollten weniger Soja produzieren und nicht mehr.
Wir sollten weniger Zuckerrohr produzieren und nicht mehr. Wir sollten weniger Kaffee produzieren und nicht mehr. Wir sollten weniger Kakao produzieren und nicht mehr. Weniger Orangensaft und nicht mehr. Und dass die Länder in den anderen Situationen wie Europa auch selbst zurechtkommen müssen mit ihren Naturressourcen hier. Ich sage jetzt nicht hundertprozentig, aber dass man hier total auf Importen setzt, zerstört ja auch hier vor Ort, in diesen Ländern, das Potenzial zur Selbsternährung, zur Ernährungssouveränität. Also man geht nicht davon aus, dass ein Land in der Lage wäre, sich selbst zu ernähren. Das ist überhaupt nicht mehr an der Agenda oder als Thema zur Lösung. Es wurden sogar schon Rechnungen gemacht. In der ganzen EU könnte man ohne Importe Lebensmittel produzieren, wenn man kein Fleisch essen würde. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Menschen kein Fleisch essen sollten. Aber nur um das zu sagen, dass man nicht diese ganzen Importe braucht. Die gibt es nur, weil es billiger ist, als wenn man es hier produziert. Und das ist der einzige Grund. Und genau das ist diese Produktionsweise, die sich auf Tauschen basiert. Und die davon ausgeht, dass am Ende alles wieder gut wird. Wenn sogar die Neoliberalsten aller Zeit jetzt daran zweifeln, dass der Markt sich von selbst heilt, also beheilt. Sonst würden sie nicht von der Regierung verlangen, dass sie jetzt helfen soll. Also der Markt heilt sich nicht von selbst. Der Markt zerstört nur und nimmt dann noch die Steuergelder von denen, die eigentlich produziert haben. Und das ist das Schlimme. Wir hatten jetzt vor einer Woche einen Vortrag in Linz, dann sagt der Wissenschaftler, dass er sich einen Realkapitalismus wünscht. Das ist ja toll. Früher haben die Menschen sich ein Paradies gewünscht, im Mittelalter der Himmel, und jetzt wünscht man sich einen Realkapitalismus. Also ich bin nicht damit zufrieden. So, es kann doch nicht sein, dass die einzige Möglichkeit, die es gibt, die heißt, den Kapitalismus zu retten. Der sowieso nicht funktioniert. Außer man sieht nicht die 860 Millionen Menschen, die hungern, man sieht die Zerstörung der Natur nicht, man sieht die soziale Ungleichheit nicht, dann funktioniert es doch. Es gibt nur diese drei Probleme. Und die kann man nicht lösen. Genauso wie der Markt und der Staat. Nur das müssen wir abschaffen. Dann haben wir eine andere Gesellschaft. Das ist ja wenig. Und das ist im Grunde, was ich glaube, die Erfahrung vieler Länder jetzt zeigen, dass nicht die Produkte an sich schuld sind. Also es ist nicht die Soja. Es ist auch nicht der Biosprit. Aber es ist die Art und Weise, wie man sie produziert. Und wie die Produktion die Konsumtion bestimmt. Und das ist auch wieder das Thema. Denn es gibt ja Menschen, die glauben immer, sie könnten durch die Konsumtion das Ganze umdrehen. Und das geht nicht. Wenn die Produzenten es nicht produzieren, hat der Verbraucher keine Auswahl. Und dann kann er sagen, was er will, verhandeln. Es gibt das Zeug nicht mehr. Und es gibt es nicht für alle. Also entweder ändern wir es bei der Produktion, und deswegen heißt es ja die Produktionsweise, oder wir werden es bei der Konsumtion nur mit bestimmten Produkten zu tun haben, die die Produzenten wieder zerstören. Und dann können die Verbraucher mit einem schlechten Gewissen essen oder vielleicht einen fair gehandelten Kaffee trinken, weil er auch besser schmeckt, aber nicht, dass man dadurch das ganze Spiel ändert. Denn das Spiel ist von vornherein bestimmt. Und heutzutage ist es ja noch so schlimm, wenn man sich dagegen wehrt, gegen das Spiel, weil man die Regeln schon kennt und schon weiß, wer gewinnt und wer verliert, dann ist man ein Terrorist. Und Welthandel ist eigentlich eine alte Geschichte. Und man hat sie ein auf die Extreme gebracht. Man hat noch nie so viel Welthandel gehabt wie jetzt. Und was sind die Konsequenzen? Die Verschärfung der sozialen und ökologischen Probleme. Ganz deutlich. Und wie kann das nicht die meisten politischen Eliten der Welt irgendwie mal zum Nachdenken bringen? Ich glaube, dass das ganz schwierig ist. Denn Menschen, die seit 10 oder 20, 30 Jahren dasselbe Zeug erzählt haben, die können, auch wenn sie es zugeben, nicht so einfach sagen, das war jetzt alles falsch. Und das ist genau, was die meisten Menschen in der Agrarpolitik tun. Auch wenn sie die Fehler erkennen, werden sie es nicht zugeben. Aber die Bewegungen weltweit wachsen. In vielen dieser Länder gibt es ländliche Bewegungen.
Die haben das Problem erkannt und es gibt Chancen, da rauszukommen. Die Chancen, da rauszukommen, dass ein Bauer gleichzeitig Lebensmittel und Energie für sich selbst produziert, für eine Region. In manchen Ländern gibt es das. Und es zeigt, dass es auch für andere Länder so sein könnte, wenn man die Agrarpolitik anders gestalten würde, dass die Menschen, die eigentlich die Natur zerstören, durch Lebensmittelproduktion, die Lebensmittelproduktion verdrängen, durch die Lebensmittelpreise in der letzten Zeit verdient haben, dass man die nicht nochmal unterstützt. Und genau das wird eigentlich gemacht. Die ganze Agrarpolitik der EU, die ganze Agrarpolitik der USA, die Agrarpolitik in den meisten Entwicklungsländern, die dann die ganze Katechismus folgt von der Weltbank und von dem IWF, bis dann alles pleite ist und zusammenbricht und dann sagt man, die Argentiner waren blöd und die sind selbst schuld. So, es gibt kein Land der Welt, wo man es so gemacht hat wie in Argentinien, wo man alles privatisiert hat, wo man fast die ganze Landwirtschaft umgestellt hat auf Agrarexport. Und es gibt kein Land, wo man so schnell von einem fast Wohlfahrtsstaat zu einer Situation gekommen ist, wo die Hälfte der Menschen hungert. Und das ging ganz schnell. In weniger als 20 Jahren. So schnell kann man eine Situation zum Schlechten verändern. Und die Konsequenzen müssen klar, deutlich gezeigt werden. So, hier habe ich diese Zunahme der Produktion und auch die ganze Geschichte der Entwicklung in den letzten Jahren, was ich also katastrophal finde. Die Strukturen, die man da sieht, es kann keiner davon ausgehen, dass man durch Ethanolproduktion irgendwie eine Verteilung von Einkommen schaffen könnte. Denn es ist nach wie vor von denselben Konzernen beherrscht. Es kann sich kein Bauer vorstellen, dass er jetzt nur, weil er Agrarsprit Produzent wird, weil er Soja produziert, Soja hat nur 17% Öl, ist die blödeste Alternative, die es gibt. Es ist eine eiweißreiche Pflanze, die man jetzt als Ölpflanze betrachtet und schmeißt 80% weg auf den Weltmarkt, nur weil dadurch die Kühe dann schneller gefüttert werden können. Diese Geschichte der Produktion von Soja und der Produktion von Zuckerrohr wird von denselben Konzernen, die jetzt bei den Lebensmittelpreisen gewonnen haben, sage ich mal, oder profitiert haben, so kontrolliert, dass ein Bauer maximal pro Sack Soja in Brasilien ist 60 Kilo. Ein Sack, so rechnen die Bauern vor Ort. Ich muss das auch lernen, damit ich die verstehen kann. Die rechnen 60 Kilo. Die bekommen ein Real mehr, wenn sie jetzt für Agrardiesel produzieren und nicht für Futtermittel. Das ist für die gar nichts, wenn sie da ein paar Hektar haben. Das ist vielleicht für einen Großbauern etwas mehr, aber viel wichtiger, ein Bauer darf nicht diese Energie selbst produzieren und verkaufen, er darf nur die Rohstoffe produzieren. Denn bei der Beimischung sind dieselben Konzerne am Werk, die die Versorgung von Betriebsmitteln darstellen, die das Saatgut kontrollieren und die Agrarpolitik kontrollieren. Sie bestimmen den Preis am Ende für den Verbraucher, sodass es dem Verbraucher am Ende auch egal ist, ob er Benzin konsumiert oder Ethanol oder Agrarsprit. Am Preis ändert sich da gar nichts. Aber inzwischen gibt es Unternehmen, die verdienen da ganz viel. Das ist aber nicht der Bauer. Der produziert die Rohstoffe und er darf es noch nicht für seinen eigenen Traktor benutzen in diesen Ländern. Aber es wäre möglich, durch staatliche Unternehmen, Brasilien hat das größte Ölkonzern Lateinamerikas, Petrobras, die wären in der Lage, es beizumischen und dem Bauer zurückzugeben, dass er es selbst verwenden kann. Und das ist ein wichtiges Projekt. Das gibt es auch nebenbei. Aber das ist so klein im Vergleich zu dem anderen, was man an Agrarexport hat, dass man da überhaupt keine Perspektive sieht. Aber es wäre eine Chance, dass die Bauern in Kooperativen in einer Region selbst versorgt werden an Energie und an Nahrungsmittel. Und ein staatliches Konzern wie Petrobras kann dabei helfen. Das Problem ist, man will ja gerade diese staatlichen Konzerne nochmal privatisieren. Und dann wird es ja total monopolisiert
Und dann sind es wenige Marken, die weltweit herrschen, sogar bei, sowohl bei der Versorgung von Benzin, Diesel und so weiter, Gas und alles. Und die werden jetzt Agrarsprit und Ethanol verkauft. Und so ändert sich am Ganzen gar nichts. Weil die Art und Weise, wie man produziert, dieselbe ist. Die Art und Weise, wie man das mit der Produktion und der Konsumtion zusammenbringt, dieselbe ist. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man es in der Marktwirtschaft sich vorstellt. Dass die Menschen Geld für etwas bekommen und dieses Geld für etwas benutzen, was sie dann brauchen. Und damit gerechnet wird, dass am Ende es funktioniert. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nur für 20% maximal der Gesellschaft. Es gibt da eine Überlegung, also, wie sieht es in der Zukunft aus mit Biosprit oder Agrarsprit? Es kann eine Steigerung in den Inland geben nach diesen Produkten, das wäre ja nicht schlecht, also dass man im Inland auch diese selben Produkte benutzt, aber das ist nicht, was geplant ist. Es wird geplant, für diese Länder das Zeug zu exportieren, die in der Lage sind, es zu kaufen. Zweitens, es ist möglich, dass man eine Ausdehnung in Regionen hat, die Naturreservaten sind, was eine Katastrophe ist, von den Naturressourcen gesehen, dass die Kleinbauern verdrängt werden, dass die Unternehmen, die es heute gibt in dem Sektor, nochmal fusionieren und noch weniger werden, als es schon sind. Zum Beispiel, was heute die große Versorgung von bestimmten Betriebsmitteln ausmacht, gibt es einen Konzern, das heißt Monsanto, die haben die Kontrolle über 90% des Ganzen, was es auf der Welt gibt. Wie kann das? Ein Konzern fusioniert so und beherrscht das Ganze. Und eine Expansion der bäuerlichen Betriebe ist sehr unwahrscheinlich. Und gerade das ist, was die Situation lösen könnte, wenn diese Kleinbauern weiter Lebensmittel produzieren, was sie eigentlich schon tun. Denn ein Bauer kann nicht in 20 Hektar oder 5, 10 Hektar, wie es so bei Kleinbauern ist, Monokulturen produzieren. Das ist total unrentabel. So ist er gezwungen, eine diversifizierte Landwirtschaft zu betreiben, die dazu führt, dass man ein reichliches Angebot an Lebensmitteln hat. So, ich habe hier viel zu viel, das sieht man schon lange. So. Es gibt aber eine Chance. Die Agrarreform in Brasilien, in Argentinien, in ganz Lateinamerika, in Afrika, in Asien und eine andere Agrarpolitik, in dem eine Umverteilung im Sinne der Armutsbekämpfung stattfindet, weil die Kleinbauern da unterstützt werden vor Ort und nicht durch Subventionen der Agrarexporte oder Subventionen von dem, was in den Industrieländern übrig bleibt, damit es kostenlos in die Länder zurückkommt und dann wieder alles zerstört. Das könnte Arbeitsplätze und Einkommen schaffen, aber dann ist es ein anderes Konzept von Arbeitsplätzen, weil die Bauern sind ja nicht als Arbeitsplatz berechnet, die Kleinbauer. Immer wenn ein Kleinbauer aufgibt, kommt das nicht in die Statistik als neue Arbeitslose. Ein Landloser wird nicht als Arbeitslose betrachtet. Das wären aber die Arbeitslosen und die Menschen, die zunehmend von Versorgung von Lebensmitteln abhängen. Das könnte eine Ankurbelung des Binnenmarktes bedeuten für viele Länder, denn die haben die Naturressourcen da vor Ort, nicht wie die Industrieländer. Es wird aber von den Industrieländern gerade verhindert, sie so zu nutzen. Und man könnte dadurch auch den Zugang zum Land demokratisieren. Und dass man den Umweltschutz als Nahrungssouveränität betrachtet. Und nur so kann man es eigentlich noch retten, was noch zu retten ist. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren noch aussieht. Es gibt ja Prognosen, die sagen, wenn man in den nächsten 10 Jahren nichts tut, dann gibt es wenig zu retten. Ich gehe nicht davon aus, dass die Agrarpolitik, die es heute gibt, in den nächsten 10 Jahren geändert wird. Und deswegen ist es so katastrophal. Und dass die alte These, die für mich ganz neu ist, dass nach der kapitalistischen Gesellschaft vielleicht wir in die Barbarei reinkommen, ganz aktuell ist.
Und so aktuell, dass Menschen hungern, nicht weil sie nicht produzieren, weil sie so produzieren. Und dass Menschen hungern, da wo sie produzieren könnten, weil alles da ist. Nur weil es eine Produktionsweise gibt, die für mich eigentlich fast eine Religion ist. Weil dieser Marktglaube, so eine Marktideologie, eine Marktheologie geworden ist. Die Menschen glauben daran, dass es funktioniert. Und es dient nur als Rechtfertigung für die Ungerechtigkeit in dem Ganzen. Ich habe mir mal den Fluss in Linz angeschaut. Da gab es früher einen König, der hat da die ganze Schiffe angehalten und die mussten Steuer zahlen, weil es da die Vorstellung gab, es gibt ja einen Gott und deswegen ist es rechtfertigt, den muss da zahlen für den König. Heute gibt es was anderes. Die Naturressourcen werden patentiert im Europäischen Patentamt hier in München und dann erlaubt man es wenigen Konzernen, genau das zu tun, was die Königin im Feudalismus gemacht haben. Und die neue Rechtfertigung heißt Wissenschaft. Und diese Wissenschaft heißt Liberalismus. Ist fatal als Rechtfertigung, weil daran soll man glauben, dass am Ende alles wieder gut wird. Am Ende wird nicht alles wieder gut, weil es kann nicht wieder gut werden. Man soll aber trotzdem danach glauben. Und das ist die alte Frage eigentlich, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Und solange wir in einer Klassengesellschaft leben, und das haben Kleinbauern mit Großbauern genau zu erleben als Ideologie, dann werden wir eigentlich keine andere Verteilung haben, als die, die es gibt. Und wir werden diese ganze Rechtfertigungsblase haben in der Agrarpolitik. Das hier ist nur angekündigt gewesen, dass man ein anderes landwirtschaftliches Modell aufbauen könnte. Ich sage, dass das die Förderung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Familienlandwirtschaft ist. Und das ist für mich sehr kompatibel mit dem, was Alexander Tschajanow mal am Anfang der Russischen Revolution gesagt hat, dass die Bauern, die keinen anderen ausbeuten, eigentlich keine Kapitalisten sind und von daher muss man sie nicht enteignen. Und eigentlich sagte Karl Marx ja auch, dass die frei assoziierten Menschen oder die selbst arbeitenden Bauern, der zweite Satz haben viele vergessen, in der Lage wären, eine andere Gesellschaft aufzubauen, weil es nur denen was bringt. Weil die arbeiten und davon leben.